Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen, audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist der Techboss und heute geht es mal wieder um eine Audioaufnahmesoftware, eine Gratis-Aufnahmesoftware. Und zwar, weil YouTube nämlich mein letztes Gratis-Aufnahmesoftware-Tutorial über die Creative Suite 2 gelöscht hat. Weil das nicht kombinierbar ist mit den YouTube-Gesetzmäßigkeiten. Also ich habe jetzt einen Strike kassiert, deswegen, weil ich Links zu irgendeinem Download verteilt habe, der auch ganz öffentlich auf chip.de und so weiter einsehbar ist. Aber okay, ich bin der Arsch diesmal. Mach mal Neues. Und zwar geht es heute um eine Software, die nennt sich Soundbridge. Die wollte ich euch schon ewig mal vorstellen. Das habt ihr ja in meinen Studio-Vlog-Videos schon gesehen. Wir suchen uns einfach mal die Software im Internet raus und installieren sie und dann zeige ich euch, wie der ganze Shit funktioniert. So, wie ihr seht, wir sind hier auf soundbridge.io. Das ist einfach die Internetseite von Soundbridge, wie man hier ganz toll erkennen kann. Ich habe schon ein Konto. Deswegen könnte ich jetzt hier auf Sign In machen und mich mit meinem Account hier anmelden. Würden wir Sign Up wählen, dann würde ich jetzt hier einfach meine E-Mail angeben, ein Passwort auswählen und dann natürlich Sign Up und dann die E-Mail abwarten und die Aktivierung bestätigen. Dann kann man sich hier wieder einloggen mit der angegebenen E-Mail-Adresse. Hier auf Sign In gehen hier, genau. Dann kommen wir nämlich auf folgende Seite. Das wäre dann... Na komm, diese hier, genau. Und hier können wir auswählen Soundbridge Download für Windows 10 oder für Mac OS. Zusätzlich gibt es hier noch Rhythmix. Das ist ein Plugin für Drums. Also das ist, da kannst du halt samplen im Endeffekt. Das brauchen wir aber jetzt nicht, weil wir wollen ja nur Stimme aufnehmen. Wir laden uns erstmal Soundbridge herunter. Hier geht nicht allzu schnell. Ich habe auch nur eine 50er Leitung. Wir kriegen nicht den vollen Download, wir werden auf 3 MB beschränkt, das ist nicht nett. So, das Programm ist runtergeladen, wir können auf Start gehen, auf Exe ausführen. Das wird Soundbridge installieren, ja genau das wollen wir. Wir akzeptieren alles, Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen, wird alles gekauft. Genau, wir suchen uns ein VST. Library aus, also eine Virtual Sound, weiß der Geier, was das heißt. Man kann halt hier VST-Plugins auswählen. Ich habe hier auf meinem G-Drive habe ich ein paar VST-Plugins liegen. Tone Booster habe ich mir tatsächlich mal gekauft. Da ist ein Kompressor dabei, ein Equalizer, ein Limiter, alle mögliche Scheiß, was man ganz praktisch brauchen kann. Und wir werden mal schauen, ob wir das einbauen können in die Software. Ich weiß allerdings noch nicht wirklich, ob das funktioniert. Wir nehmen hier die Tone Boost. Nein, wir nehmen die Track Essentials. Das wähle ich einfach mal aus. Dann steht das doppelt hier drin, weil ich hatte es ja schon mal drin. Also einmal reicht. Next. Install Example Project. Ja, von mir aus. Wir nehmen aber einen anderen Ordner. Und zwar Soundbridge Projekte. Following Components will be installed. Ja, passt schon. Dann rattert er das jetzt drauf auf die Platte und zack, haben wir hier schon Soundbridge installiert. Open Example Project. Ja, das hört sich doch gut an. Das machen wir. Das ist ein winzig kleiner Nachteil von Soundbridge, was wir hier gerade sehen. Der verlangt von uns jedes Mal, wenn wir das Programm starten, dass wir uns einloggen. Natürlich kann man hier auf Remember Me gehen. Dann muss man das zumindest nicht jedes Mal eintippen. Aber der Nachteil ist, man muss immer online sein, um diese Software zu nutzen. Da habe ich mich mal tierisch geärgert. Ich wollte im Flugzeug so einen kleinen Urlaubstrack basteln. Habe das dann auf meinen Mini-Laptop geladen, das Programm. Habe es gestartet und er hat diese Authentifizierung hier, diese Anmeldung verlangt. Was ich ihm nicht geben konnte, weil ich kein Internet hatte. War ja super, weil Flugzeug und so, ne? Ja, war scheiße. Mein Workaround dafür ist, bevor ich ins Flugzeug steige, solange ich noch Internet habe, öffne ich das Programm, lasse es offen und versetze dann den Rechner in den Tiefschlafmodus. Und wenn ich dann wieder im Flugzeug sitze, dann öffne ich das Ding und hole ihn aus dem Tiefschlaf. Dann ist die Software weiterhin aktiv und ich kann sie benutzen, auch ohne Internet. Ist aber echt blöd. Gut, aber für eine Studiosache würde ich sagen, sind wir ja online, passt schon. Login. So. Das erste, was wir nun sehen, nachdem wir es frisch installiert haben, er lädt
das Example Project. Das ist das Ding hier. Hört sich auch ganz interessant an. Und ist scheiße laut. Ich kann hier nämlich in der Software leider nicht leiser machen. Millionen von Spuren. Büb, 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 büb. Das ist wirklich massive, das Ding. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen ein neues Projekt öffnen. Enter Project Name. Da kannst du jetzt den Titel eingeben für dein neues Voice-Over-Projekt. Also zum Beispiel hier. Ja, ich gebe jetzt hier mal ein Soundbridge-Projekte wird das gespeichert. Wir machen eine vernünftige Auflösung, 96 kHz. Project Sample Rate is different from Sound Driver. Ja, das interessiert mich nicht, weil was er jetzt da noch sucht, ist die Einstellung der Soundkarte. Und nachdem jetzt aktuell das Programm nur die Onboard-Soundkarte meines Mainboards sieht, sagt er natürlich 96 kHz, du bist wohl nicht ganz dicht. Das ist mir aber egal, weil wir gehen dann natürlich gleich auf unser vernünftiges Interface. Wie wir das machen, sehen wir jetzt. Preferences, Audio, wir gehen von MME weg, zu ASIO. Hallo? Och nö! Hallo? Ah, okay. Ihr hört mich noch, aber ich bin gerade irgendwie geklippt. Ich hoffe, man hört mich noch. Shit. Okay, wir wählen hier natürlich unseren Treiber aus. In diesem Fall ist das Motu M-Series, weil ich das Motu M4 benutze. Gehen hier auf eine vernünftige... Jetzt höre ich mich wieder kurz nicht. Ihr hört mich noch. Ihr hört mich noch. Das ist gut. Jawohl, jetzt höre ich mich auch wieder. Sehr schön. 512 Samples ist für 96 kHz. Okay, das passt. Man kann hier auch Recommended Buffer Size auswählen. Dann kommt auch 512. Wir können hier über Input-Output noch auswählen, welche Ein- und Ausgänge wir brauchen natürlich. Und das Control-Panel des Treibers können wir hier auch noch aufrufen. Das ist beim Motu M-Series in dem Fall das hier. Und wenn jetzt jemand von euch zum Beispiel einen ASIO4ALL-Treiber hat, dann bekommt er über diesen Button hier natürlich das Control-Panel des ASIO4ALL-Treibers. Klar. So, nun erkennt das Programm schon mal unser Interface mit angeschlossenem Mikrofon. Wie nehme ich jetzt hier was auf? Das ist hier ein bisschen anders wie bei manch anderen Aufnahmesoftwares. Man muss zuerst mal einen Track generieren. Den muss man benennen. Wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Sachen aufnimmt oder mehrere Mikrofone für ein Mikrofonvergleichsvideo, dann kann man jetzt hier eingeben, das ist das Motu M4 mit dem MXL990. So, ganz wichtig, Mono auswählen, weil sonst bekommt ihr nämlich dieses klassische Problem, dass ihr euch auf dem Kopfhörer jetzt beim Aufnehmen zwar auf beiden Kanälen hört, aber dann kommt hier nur eine Stereospur mit links raus, beziehungsweise rechts, je nachdem, wo ihr das Mikrofon angesteckt habt. Wir gehen also auf Mono, beep, Create. Und jetzt haben wir hier unsere Tonspur. Jetzt, wenn ich auf Aufnahme drücke, wird aber noch nichts passieren. Eine Aufnahme startet, aber es kommt keine Tonspur. Lass uns da mal ein bisschen ranzoomen. Da passiert nichts. Warum? Kann ich euch sagen. Geht zurück. Man muss hier natürlich erst noch auswählen, was aufgenommen werden muss. Denn die Software kennt jetzt zwar inzwischen das Motu M4, aber die Software ist so doof und weiß nicht, dass wir natürlich auch davon aufnehmen wollen. Das müssen wir dem Ding extra sagen. Wir müssen also hier, wo None steht, da ist die Aufnahmequelle drin, klick. External Motu M-Series und dann den Kanal auswählen. 1. Dann muss der Button hier rot sein, weil das ist der Arm-Button. Das heißt, jede Spur, bei der dieser Button rot ist, nimmt auf, sobald ich auf den Aufnahmeknopf drücke. Gut, wir sind gearmt, wir haben den richtigen Kanal ausgewählt. Und jetzt ist hier unten noch so ein kleiner Button, der heißt Loop. Der hat mich auch schon ein paar Mal abgefuckt. Loop ist nämlich der Bereich zwischen diesen beiden Markern hier. Und wenn ich jetzt einen sehr kurzen Loop-Bereich habe zum Beispiel, dann nimmt er immer nur zwischen dem Loop-Bereich auf und springt wieder von vorne und überschreibt alles, was ich gesagt habe. Sieht dann so aus. Ich nehme auf und zack, springt er wieder nach vorne und überschreibt es wieder und zack, wieder nach vorne und überschreibt es wieder und so weiter. Das ist Kacke. Deswegen Stopp. Wir müssen hier Loop abschalten. Aus. So. Jetzt ist es wurscht. Weil jetzt schreibt er nämlich einfach weiter. Ich lösche das, boop, zum Anfang zurück und starte eine neue Aufnahme und
zack, geht er über diese Linie drüber und schon bekommen wir eine super klare, simple Aufnahme. Das hört sich dann in etwa so an. Gut. Okay. Wie bekommen wir jetzt diese Aufnahme aus dem Programm heraus? Easy. Logisch. Was sonst? Wir gehen auf File, Export Loop. Und hier müssen wir natürlich wieder beachten, Loop ist der Bereich, der hier blau markiert ist zwischen diesen L- und R-Markern. Warum das L und R ist, links und rechts, keine Ahnung. Man kann hier, wenn man Snap ausschaltet, den Loop-Dings-Reiter so verschieben, wie man es will. Wenn Snap eingeschaltet ist, dann snappt er halt immer auf diese Linien, ist ja klar. Wir sind jetzt hier ein bisschen länger. Deswegen mache ich Snap aus und verschiebt es immer so ein kleines bisschen hinter das Ende der Aufnahme. Und jetzt können wir das Loop exportieren. Man kann leider nicht das komplette Projekt exportieren, man kann nur einzelne Spuren exportieren, beziehungsweise alle Spuren auf einmal, wenn es ein Mix ist. Hier kann ich jetzt wieder die Qualität auswählen. Wave 96, 24 Bit ist gut. Dann gehe ich hier auf meinen Ordner. C, Soundbridge. Ich mache mir dann immer gerne einen neuen Ordner für jedes Projekt. Also das ist jetzt hier der Soundbridge Test 1. Doppelklick. Aufnahme 1. Zip und fertig. Ja, das war's schon. Jetzt können wir hier nämlich schließen. Dann gehen wir auf unseren Explorer. Schauen uns mal die Soundbridge-Projekte an. Soundbridge Test 1. Und hier ist eine Wave-Datei, die Aufnahme 1 heißt. Überraschung! Wir starten hier mal das Playback mit dem guten alten Winamp. Wo ist er? Da ist er. Hat er eine neue Aufnahme und zack, geht er über diese Linie drüber und schon bekommen wir eine super klare, simple Aufnahme. Cool. Gut. Jetzt haben wir natürlich noch die Frage offen, was machen wir, wenn wir das Ganze editieren wollen? Schauen wir mal, ob unsere VST-Plugins funktionieren. Ich glaube es ja nicht, ehrlich gesagt. Das wäre ja der Klassiker. File, Open, Soundbridge Test 1. Wir importieren die Wave-Datei. Warum kann ich das nicht importieren? Import Audio, genau das machen wir. Computer C Soundbridge Test Aufnahme 1. Boom, da ist unsere Aufnahme. Jawohl, das funktioniert. Dann gehen wir hier mal auf den Stecker, der natürlich stellvertretend für die Plugins steht, weil das ist ja ein Plug. Klar, soweit. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. VST2 Effekt. Ah ja, da, Tone Booster, es funktioniert. Es hat noch nie funktioniert, jetzt funktioniert es plötzlich. Das finde ich ja mega geil. Okay, hier sind meine ganzen Effekte, meine VSTs und jetzt kann ich die hier auf die Tonspur legen. Entweder ich nehme jetzt zum Beispiel einen Equalizer und schiebe den einfach hier auf die Tonspur. Dann bekomme ich hier rechts so ein kleines Fenster und wenn ich da auf Show Plugin gehe, dann bekomme ich meinen Equalizer. Den kann ich jetzt on the go natürlich bearbeiten. Das ist natürlich vollkommen intuitiv, wie halt so ein Equalizer zum Beispiel funktioniert. Ich drücke auf Play und dann kann ich anpassen, was sich meines Erachtens nach gut oder schlecht anhört und sich anders anhören sollte. Zum Beispiel, zack, geht er über diese Linie drüber und schon bekommen wir eine super klare, simple Aufnahme. Das hört sich dann in etwa so an. Eine neue Aufnahme und zack, geht er über diese Linie drüber und schon bekommen wir eine super klare, simple Aufnahme. So einfach kann es gehen. Also, Equalizer funktioniert. Dann gibt es den Kompressor, den kann ich auch einfach hier auf die Spur schieben. Show Plugin, dann sehe ich meinen Kompressor. Den kann ich auch bearbeiten. Live natürlich, ich drücke auf Play und dann kann ich die Kurven und die Werte verschieben. Und genauso geht es mit allen anderen Effekten. Jetzt habt ihr gesehen, wie man Soundbridge installiert, wie man es benutzt, wie man damit eine Tonspur generiert und wie man diese in ein Wave-Format exportieren kann. Damit könnt ihr dann natürlich alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt sie auch natürlich vor dem Export logischerweise direkt noch mit den Plugins bearbeiten, Equalizer-Anpassungen, Kompressor-Anpassungen, De-Esser, Limiter, whatever ihr wollt, könnt ihr da machen. So, damit sich eure Tonspur so anhört, wie ihr das wollt. Coole Sache. Kostenlose Digital Audio Workstation mit vollem Funktionsumfang und VST-Plugin-Unterstützung. Was will man eigentlich mehr? Soundbridge
könnt ihr euch runterladen anstelle von Adobe Premiere oder sonst irgendwas, Creative Suite 2, scheiß da drauf, denn das bringt mich in Teufelsküche. Also nehmt lieber die Sachen, die tatsächlich auch vom Ursprung her schon kostenlos geplant waren, so wie Soundbridge. Zieht euch das rein, das ist eine Top-Software. Ihr bekommt kostenlos bekommt ihr wahrscheinlich nichts Besseres. Mir ist zumindest nichts bekannt. Ich habe schon einiges ausprobiert. Und die meisten Programme haben irgendwelche Limitationen. Aufnahmelänge oder alle 10 Sekunden so ein Störgeräusch oder irgend so ein Blödsinn. Nehmt Soundbridge. Top-Programm, kostenlos, alle Funktionen. Und was ganz wichtig ist, man kann live während der Wiedergabe die Plugins einstellen, wie zum Beispiel den Equalizer. Versucht das mal bei Audacity. Vergiss es. Ihr wisst nun auf jeden Fall Bescheid über die kostenlose DAW Soundbridge. Meine absolute Empfehlung hierfür. Ich hoffe, euch hat das Tutorial ein bisschen geholfen. Falls ihr Fragen habt oder noch weitere Funktionstests haben wollt mit dem Ding, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dort findet ihr natürlich auch den CPSSL und Links zu allen möglichen coolen Sachen wie meinen Mikrofonen, meinen Interfacen, meinen Kopfhörern. Interfacen? Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao. Hat Adobe mir wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht, ne? Ich weiß ja gar nicht mal, ob es wirklich Adobe war. Ich glaube, es war einfach nur YouTube mit Links zu irgendwelchen Download-Seiten. Das wollen die nicht. Das ist böse, böse, böse. Egal, jetzt habt ihr Soundbridge. There you go.